wie hat die Geschichte nur so weit kommen können? Sonny ist letzten Tag zu mir gekommen und hat gesagt, hey, meine neue Kamera für dich, die FX30, mach doch einen Testfilm drüber. Und ich so, ja eh, habe ich doch schon ein paar Mal gemacht, auch mit anderen Brands, aber immer hinter der Kamera. Und jetzt sollte ich vor der Kamera eine Challenge bestehen. Ich weiss doch, dass ich vor der Kamera eine Flasche bin. Meine Stärken sind ganz anders, nämlich auf dem Set mit coolen Leuten geile Geschichten zu machen. Oder bei Studio 1 meine Passion fürs Filme machen, anderen Leuten weiterzugeben. Menschen pushen, Menschen weiterbringen. So wie ich es gelernt habe, da an der ETH, in der Ausbildung zum Sportlehrer. Aber ehrlich gesagt, Didaktik ist mir damals nicht so wichtig gewesen. Sondern in meiner Jugend ist es vor allem um den Sport gegangen. Und der Fallschirmsport, der hat mir komplett den Ärmel entzogen. Mein grosses Ziel war nämlich, Fallschirmaufklärer in der Luftwaffe zu werden. Und ich habe wirklich alles dafür gegeben. Ich habe Bücher gelesen, ich habe mich verschanzt in meinem Kinderzimmer. Und genau in diesem Kinderzimmer bin ich jetzt da, wo mein Leben in eine ganz neue Phase gegangen ist. Wahrscheinlich durch meine Hartnäckigkeit konnte ich in einem wirklich coolen Team starten, als Kameraflyer. Und das war auch wirklich mein erster Touchpoint mit Kamera. Also ich musste mich zuerst mal auseinandersetzen mit Linsen, mit Blenden, mit Fokus. Und wenn ich so zurückdenke, war es eine Sony-Kamera, eine PC-100E, die aufgezeichnet hat auf DV-Tapes in einer super lausigen Qualität. Und ich das mir überlege, wenn ich so eine FX30 im Freifall mitnehmen könnte, das wäre so der Hammer gewesen. Aber es ist müßig darüber zu diskutieren, weil ich seit 13 Jahren nicht im Fallschirm springe und auch gar nicht im Vorhang. Bis jetzt auf jeden Fall. Wer hat eigentlich die Idee gehabt, dass ich wieder aus einem Flugzeug springen muss? Sony kommt mit einer neuen Kamera raus und sie haben uns eine gegeben zum Testen. Das heisst, die FX30 sieht aus wie die FX3. Und wir brauchen jetzt für das Testprojekt ein cooles Thema und einen coolen Protagonist. Ja, eigentlich haben wir mega viele Porträts über Schüler jetzt gemacht. Eigentlich wäre es mal cool über einen Lehrer. Warum eigentlich nicht über dich? Wie lange bist du schon im Fallschirm gesprungen? Eben, 13 Jahre. Ich weiss gar nicht, ob ich meine Ausrüstung noch habe. Hey, mein Keller ist voll gepumpt mit Sachen. Oh, das sieht noch verdächtig aus. Mein Kombi als erstes Mal und drunter gerade. Yes! Mein Fallschirm schon 13 Jahre nicht gebraucht. Ich glaube, Challenge accepted. Aber hey, funktioniert der Hype eigentlich noch? Hey, passt, oder? Yeah, ich habe alles zusammen und fahre jetzt Richtung Grenchen, nämlich dort, wo ich vor 25 Jahren das erste Mal Fallschirm gesprungen bin. Und ich bin extrem gespannt, ob ich dort noch Leute kenne. Ob ich das noch kann und überhaupt, ob ich das noch darf. Sali Rönz! Der Roman, ich glaube es ja nicht. So wie ich gegangen bin, komme ich wieder. Das ist schon richtig so im Fall. Hoi. Hallo. Ciao, ça va? Schau jetzt, ja, es gab ein Tipptopp. Also eigentlich noch, oder? Ja. Ich muss eine Kamera testen. Ja. Und sie haben mir gesagt, ich soll im Freifall gehen mit der. Das ist eine gute Idee. Dann bin ich im Keller. Hat das Rig gefunden? Brauchen oder nicht? Nein, lieber nicht. Also wenn ich so anschaue, sieht man, dass er im Keller war. Schon? Ein bisschen vergilbt, ja. Und er ist wahrscheinlich auch schnell. Jetzt für so lange Zeit, als du nicht gesprungen bist, nehmen wir einen grösseren. Nein, der ist zu wenig gross. Der ist sogar noch kleiner als der, den du drin hast. Dann gehen wir jetzt in die Theorie. Oder Sporttest, ja, das muss ich noch machen. Ja, mach doch mal. Jetzt machen wir zuerst noch Sporttest. Los! 5, 6. Gut, passt. Also, es ist immer noch gegangen. Mess stimmen, auch genau so wie es im Flugtest. Das heisst, wir können 1:1 eigentlich simulieren und dann aussteigen. Stand by. Ready, set, go. Das ist wie Velofahren, du hast es nicht verlernt. Es ist dann halt die mentale Geschichte mit mir Brettern, mit 200 km/h mehr mit dem Punkt entgegen. Das ist dann eher das, was du musst können dealen damit. Es kann sein, dass er nicht aufgeht. Und das heisst, ja, hier ein paar Bildchen, die kannst du noch mal durchschauen, du kennst die Geschichte schon. Und denke, das ist mal so eine Situation, wo man ganz klar sieht, das wird auch nichts mit der Landung. Dort ja. Müsstest du entsprechend das Reserveprozedere einleiten. Mhm. Das ist zwar die Hänge nicht frei, aber du weißt ja, wie es geht. Soll ich es erst probieren? Du sollst schnell die machen. Also, das heisst schon eben runterschauen, Küsse, Griff und dann runterziehen, fallen, Stopp und dann in Position wieder schön durchdrücken. Wieder im Freifall bist, genau. Okay. Sind wir ready zum Gumpen jetzt? Ja, mehr oder weniger würde ich sagen, bist du auch ready.
Das Einzige, was ich noch machen muss, ich muss die Kamera abgeben. Wahrscheinlich, weil selber darf ich sie wahrscheinlich nicht auf den Kopf nehmen. Nein, das wäre jetzt gerade ein bisschen too much. Das Wer übernimmt das? Ich würde sagen, das macht der Videoflyer und ich hätte da einen. Ich darf diese Kamera testen. Jetzt ist mein Ziel, dass die Kamera in den Freifall geht. Und wie ich weiß, bist du Kameramann. Darf ich probieren? Ja, gerne. Wie machst du das an, am Helm? Das passt gut. Das hält so? Ja. Okay. Bist du ready? Immer. Okay, dann bis nachher. Passt. Ja. Ich bin auch bereit zum Springen. Ich habe ein gutes Gefühl. Also, wenn ich die Augen schaue, sehe ich das Feuerchen, das kommt. Ja, und jetzt bin ich echt gespannt. Ich freue mich. Freue mich auf den Sprung. Ja, super. Machen wir. Geil! Das geht immer noch. Super, ich gratuliere dir. Okay. Der erste Moment ist so, zack, okay, kann ich. Eben, gut. Genau, das ist genau die Geschichte. Smile, voilà. Relax. Relaxing. Das Programm haben wir durchgemacht. Hat sich gut angefühlt und dann haben wir genug Zeit genommen, um ein bisschen Spass zu machen. Um ein bisschen smile. Nein, super geil, okay. Hey, danke vielmals.